Hallo, das Justice Syndicate braucht Hilfe. Der Einbruch ins Museum von Gotham soll mit Kriminellen auf der Suche nach außerirdischen Artefakten zu tun haben. Mit finsteren Absichten, versteht sich. Halten Sie also Ausschau und rufen Sie an, wenn Sie irgendetwas Verdächtiges sehen. Egal was. Ultraman. Der Ultra-Idiot. Dachte er nicht, dass es vielleicht eine schlechte Idee ist, wenn alle Trottel der Erde uns wegen allem anrufen? Echt jetzt? Da könntest du recht haben, Johnny. Tja, deine Helfer wurden in einen Felsen eingeschlossen und ließen Black Adam entkommen. Was? Erst Power Ring, jetzt du? Die Schurken dieser Erde sind gar nicht nett. Je öfter wir sie schlagen, desto länger glauben alle unserer Story. Und die brauchen wir, um weitersuchen zu können. Sagst du? Ich sage, wir zeigen diesen Schurken, wem dieser Planet jetzt gehört. Denk dran. Diese Welt wurde uns versprochen, wenn wir das Artefakt finden. Ich hab genug von diesem Heldenquatsch. Gutsein ist so langweilig. Hm? Oh, wie bitte, Nippy? Interessant. Ausgezeichnet. Es ist wohl Zeit für eine Reise. Freunde, herzlich willkommen zurück zu Lego Marvel Superheroes auf... Ach, Superheroes, Alter, was ist denn mit dir, Digga? Lego DC Superschurken auf der PS4 mit mir, eure Wild hier und Freunde. Ja, wo müssen wir hin? Ja, man kennt es, Freunde, man kennt es. 264 Schritte, Freunde, man kennt es. Auf jeden Fall. Aber diesmal haben wir den Sinestro am Start hier, Freunde. Und damit sollte das wohl ein bisschen schneller gehen. Da wir jetzt fliegen können. Ja, Mann! Fliegen! Woo! Deswegen brauchen wir auch nicht vorspulen. Anscheinend aber doch. Da gibt es hier einen speziellen Weg hier. Scheiße. So, wo ist der Weg? Okay. Dann ist hier unser. Kreaturen versteht die Macht der Angst nicht. Du bist erbärmlich. Tach. Okay. Wirklich? Nicht doch. Faszinierend. Herzlichen Dank. Unglaublich, hast du das alles drauf, Jimmy? Ein interessantes Interview. Laut dieser Augenzeugin hat ein Mitglied des Syndikats ein Verbrechen ignoriert. Was ist so wichtig, dass Superwoman dem Treiben von Harley Quinn und dem Joker kein Ende setzt? Das ist kein Verhalten einer Superheldin. Nicht? Auf keinen Fall. Irgendetwas läuft hier gewaltig schief und wir werden dieses Geheimnis enthüllen. Monster durchstreift die Meere. Wir brauchen einen Unterschlupf. Können wir in der Halle des Schreckens bleiben, bis wir wissen, was es will? Mir nicht sicher. Hilf uns! Was? Nein! Das Seemonster hat die Halle des Schreckens und meine Freundin entführt. Und ihr werdet mir helfen, sie zurückzuholen. Oder? Wo bringen sie sie nur hin? Harley! So heißt der Tintenfisch. Ah, mehr Gäste! Schnapp sie dir, Sweetie! Okay, Freunde, jetzt kommt Seeking! Jetzt kommt der alte Fischmensch, Alter. Wer ist denn der Hai, den wir da haben? Den Hai-Typ, wer ist er? Es kann nur einen Herrn der Meere geben. Und zwar mich.
Alter, er ist... Nein, Batterie ist leer. Oh, das ist belastend. Mach den Kack da weg jetzt. Poison Ivy, Black Manta, okay. King Shark, Alter, sagt mir ja gar nichts. Oh, guck, wie viel Leben der hat. Guck, wie viel Leben der hat. Alter, Alter, Alter. Er hat richtige Zitterale hier. Wir konnten jetzt erstmal schön drei Herzen wegmachen, das ist schon mal ganz gut. Hey, wo willst du hin, Sea King? Hast du Angst? Er will wohl seinem Haustier den Rest der Drecksarbeit überlassen. Ach, von mir aus. Nicht mal ein übergroßer Oktopus kann den Schaden aufhalten. Wer ist denn? Alter, was ist er denn? Ey, ich bin nur der King Shark. Warum greifen mich denn hier Haie an? Alter, 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 Alter. Okay, die Oktopusarme. Wow! Ah, warte, ich kann was aufbauen. Kann der das? Der kann das nicht! Guck mal, wie die Haie warten. Okay, wegsitze. Alter. Mutter Natur kann eine mächtige Verbündete sein, wenn man an ihrer Seite kämpft. Eine Muschel? Eine Perle? Das kann doch Black. Okay, das war es davon. Okay, das war die erste Tentakel. Ich würde so gerne auf den schießen, ey. Ja, Mann, ja, Mann. Komm her, komm her. Der kann nix, der kann doch nix. Was macht ihr beiden denn da überhaupt? Ah, muss der Tentakel hier vielleicht draufhauen? Kann das? Vielleicht gibt es hier etwas, mit dem wir sie beide erleben. Das könnte schon passieren, oder? Was sagt ihr dazu? Jetzt aufpassen? Scheiße, ich hab echt gedacht. Was ist das denn hier? Okay, das war nix. Jetzt hat das kaputt gemacht. Kannst du das auch? Ja, Mann. 1500 Millionen Haie hier bei mir. Okay, ich brauche King Shark. Und jetzt? Jetzt brauche ich Poison Ivy, okay. Wofür? Ich sehe da... Ah, jetzt sehe ich es auch, okay. Mit deinem Spielzeug für deinen Oktopus, Sea King. Ich hoffe, du hast nichts dagegen. Die Bombe. Nimm die Bombe. Wer kann das? Ja, Black Manta, man kennt ihn, Freunde, man kennt ihn. Yeah. Das war Nummer 2. Boah, die Harley ist da voll am Kämpfen, ey. Will er die Party etwa jetzt schon verlassen? Wo ist Sea King? Was Lappen, Alter. So ein richtiger Aquaman-Lappen. King Shark, bist du's? Halt mal, Ivy. Oh, ihr habt mich gerettet. Ihr könnt euch später noch unterhalten. Jetzt müssen wir uns die Superschurkenbasis zurückholen. Schon gut. Ich bleibe hier bei Harley. Ihr zwei solltet ihm folgen. Ha! Zum Frischfleisch-Dala. Wie, ey. Das wird ja wohl auch der King Shark können hier, ne? Also mal Butterbeierfische. Wollte schon sagen, da brauche ich doch nicht den anderen Typen da. Clayface für. Clayface? Pack
Quallen? Was können die Quallen? Ey, komm her, du Manta Manta. Komm nicht durch. Da liegt ein Charakterteil. Und ich komm da nicht durch, Alter. Ich brauche bestimmt den hässlichen Sea King, ey. Oder den Aquavogel. Da ist er. Ihr gebt immer noch nicht auf? Ich wusste nicht, dass man... Sea King braucht eine Dingens? Never ever! Warum kann er nicht unter Wasser atmen, der Lappen, Alter? Alter, das ist ein richtiger Aquaman-Lappen, der Typ. Jetzt seht ihr, warum ich der wahre Herr der Meere bin. Halt's Maul, du bist doch nicht der wahre Held der Meere, du Lappen, Alter. Bam, Junge. Yeah. Immer noch hier verstecken. Sehr lustig, Ivy. Du hast deine Freundin zurück, also verschwinden wir. Das war ein sehr, 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 sehr kurzes Level, wenn ich das mal so sagen darf. Also das war ja mega kurz, ey. Na gut, Aquaman oder beziehungsweise Sea King ist ja auch ein Lappen, ne? Da brauchen wir uns ja auch nichts vormachen, ne? Das ist der Lappen, der Lappen, der Lappen. Versteht ihr das? Ne? Ja, wir haben natürlich nichts bekommen, ne? Weil wir wahrscheinlich einen von den Lappen brauchen. Egal welcher Lappen mit war, wir brauchen auf jeden Fall einen Lappen. Naja, so ist es auf jeden Fall. Okay, ja gut, wir machen weiter, würde ich sagen, oder? Beziehungsweise, wir schauen uns auf jeden Fall an, wie es weitergeht. Wir haben Sea King frei für freies Spiel. Alles klar. Okay, Geschichte fortsetzt auf jeden Fall. Wenn das Crime-Syndikat uns finden kann, müssen wir jetzt zuschlagen. Dank Ihnen ist die Justice League weg. Aber jetzt müssen wir den Betrügern von Erde 3 zeigen, wie es bei uns läuft. Finden wir raus, was sie vorhaben, besiegen sie und holen uns den Planeten zurück. Ja! Ja! Holen wir sie uns! Wir müssen zu ihrer Basis bei LexCorp und sie ausschalten. Ah, Frischling. Deine Kräfte wachsen stetig. Ich bin beeindruckt. Jo, okay. Da sind wir auch schon wieder, Freunde. Okay. Okay, wir haben jetzt Lex Luthor in diesem Superman-Anzug oder so, wie das aussieht. Auf ganz episch der Typ jetzt, auf ganz episch der Typ. Das ist ja auch dieser Lex Luthor jetzt, den man auch als Minifigur bekommt. Beziehungsweise den ich als Minifigur in meinem Pressekit hatte. Mich in mein eigenes Gebäude schleichen? Einfach absurd. Das ist mehr als absurd. Gelangen, ja, Mann. Mich werden sie sofort bemerken, wenn wir den Haupteingang nehmen. Oh, nee. Keine Sorge. Ich habe alles unter Kontrolle. Wir lang. Denkst du öfter, dass dir einfach die Zeit fehlt, sowohl ins Fitnessstudio zu gehen, als auch in einem schicken, bezahlbaren Auto spazieren zu fahren? Oh, okay. Ja, vielen Dank dafür. Geil. Das gab jede Menge Stats, würde ich sagen. Oder da machen wir weiter, Freunde. Da machen wir weiter. Okay. Finden wir raus, ob die Gerüchte stimmen. Hier ist er schon.
Danke, dass Sie bereit sind, mit uns zu sprechen. Ist es wahr, dass sich hier am Sumpf eine Reihe seltsamer Ereignisse zugetragen hat? Und ist es wahr, dass das Wasser aus unerfindlichen Gründen aufgekocht ist? Unglaublich! Und wie steht es mit dem Gerücht um einen wilden Heimann? Und dass ein Riesen-Oktopus in dem Gewässer haust und Boote und Häuser in die Tiefe reißt? Danke vielmals, dass Sie das bestätigen. Das ist eine Story! Was für eine Puzzlestrippe, was? Egal, wir haben was wir brauchen, dann los! Die Ausweise bitte. Ja. Der sieht größer aus. Wir müssen in Ihren Kontrollraum.